Hallo, liebe Kinder aus der Kirschallee. Und natürlich begrüße ich auch alle anderen Kinder bei mir diesmal wieder zu Hause. Und ich habe euch heute ein Maldiktat mitgebracht. Das ist eine Erzählung, eine Geschichte, die man malen kann oder zeichnen. Und zwar braucht ihr dazu erstmal ein Blatt Papier. Ein leeres Blatt Papier, das ist heute euer Garten. Und was braucht man noch zum Zeichnen? Einen gespitzten Bleistift. Das holt ihr jetzt ganz fix, wenn ihr Lust habt mitzumachen. Und dann geht's los. So, ich hoffe, ihr seid bereit. Und zwar können sich die Dinge in unserem Garten, in unserer Geschichte, an ganz bestimmten Orten befinden. So wie unser kleiner Hase hier. Der kann sich nämlich auch vor etwas befinden oder hinter etwas oder auf etwas oder er kann sich auch unter etwas verstecken. Er kann neben etwas hocken oder er kann zwischen etwas sein oder er kann rechts von etwas sein oder links, unten oder oben. So, der Hase hoppelt jetzt erstmal davon. Und wir können mit unserer Geschichte beginnen. Die Ohren weit aufmachen und sich konzentrieren. Hört gut zu. Es geht um einen Kirschbaum. Es ist Winter und in der Mitte deines Gartens steht der Kirschbaum. Und auf der kargen Wiese wächst er von ganz unten bis ganz oben zum Himmel hinauf. Er ist kahl und träumt vom Frühling. Träumt auch von den vielen leckeren, süßen Kirschen, die bald auf ihm wachsen werden. In der oberen rechten Ecke, da strahlt die Sonne. Sie lacht und freut sich über die Natur, die im Frühling langsam erwacht. Sie entdeckt die ersten zarten Blätter, die an den Zweigen des Baumes wachsen. Es sind genau 10 Blätter. Die Blätter haben sich durch die schützende Hülle der Knospen gedrängelt und atmen endlich frische Frühlingsluft. Links oben tummeln sich 3 Schäfchenwolken.
Sie spielen Hascheln mit dem Frühlingswind. Und unter der Sonne wächst eine Blume mit 7 Blütenblättern. Und sie wächst so hoch hinauf, dass die Sonnenstrahlen fast ihre Blütenblätter kitzeln. Auf der Wiese neben dem Kirschbaum wachsen 2 Blaubeersträucher, von denen du im Sommer bestimmt leckere Blaubeeren naschen kannst. Und zwischen den Blaubeersträuchern versteckt sich der kleine Hase. Er hält schon Ausschau nach ganz guten Verstecken für seine Ostereier. Und über dem kleinen frechen Hasen, da schwebt ein schöner, bunter, zarter Schmetterling. Und der Schmetterling, der hält schon Ausschau nach den süßen Blüten mit frischem Nektar. Und unter den Schäfchenwolken fliegt eine lustige Schar von Staren, die grad aus dem Sonnenland kommen. Das ist vielleicht ein Gezwitscher. Ein Amselpärchen hat auf einem Ast von deinem Kirschbaum ein Nest gebaut. Und die beiden Amseln, die haben sich sehr viel Mühe gegeben beim Konstruieren des Nestes.
Nest liegen 5 Amseleier. Sie liegen dort ganz weich und geschützt. Und auf den Eiern sitzt die Amselmama und brütet ihre Eier aus. Sie ist dabei ganz geduldig. Und wann werden denn wohl die ersten Amseljungen schlüpfen? Du beobachtest das ganz genau, denn die Amselkinder fressen die Kirschen genauso gern wie du. Und du versteckst dich hinter dem Kirschbaum und man sieht nur deine Arme und Hände und deine Füße. Und plötzlich schiebt sich vor die Sonne eine dicke Regenwolke. Doch aus der Regenwolke fallen keine Regentropfen, nein, lauter, zarte, schneeweiße Flöckchen fallen zur Erde und auf den Kirschbaum. Denn er hat nur geträumt, es ist immer noch Winter und kahl. So, liebe Kinder, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht, die Geschichte zu zeichnen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr sie jetzt noch ausmalen und euren Namen draufschreiben und uns per E-Mail schicken oder in den Briefkasten in die Kirschallee stecken. Und dann schauen wir uns eure Geschichten an und stecken sie gemeinsam mit der aufgeschriebenen Geschichte in eure Portfolioordner. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald wieder. Tschüss, eure Karis.